schnell hinein, bevor er zumacht. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein, haben aber seit 25 Trillionen Tagen eine Seele. Hoffentlich finden die Außenwälder eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle. Momo. Die Artworks sind sehr nice. Du bist also hier Elliot, der Technikfreak. Da geht's noch hoch. Ja! Klaviere, immer schön. Gut, dann sprechen wir mal mit dir. Nee, du bist Nestor. Du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Ein Not... Okay, das wollte ich nicht. Nur ein Technikfreak kann das lesen. Tauschhändler... Was hast du damit vor? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Die Außenwändler... Einige Leute haben versucht, in dieser Stadt einen Ausgang zu finden. Es ist nicht gut gelaufen. Ja, habe ich bemerkt. Bro, das sieht mir nach einem Technikfreak aus. Die Musik. Ich finde es schön, dass wir wirklich immer alles umschmeißen können. Die Musik finde ich auch nice im Spiel einfach. Passt halt so perfekt. Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Es ist bemerkenswert, dass der menschliche Einfallsreichtum einen Weg gefunden hat, Pflanzen zu erschaffen, die ohne Sonnenlicht gedeihen. Organisches Leben braucht Bäume, um die Luft in der Stadt zu reinigen. Roboter brauchen keine Arbeit, die kümmern sich trotzdem um sie. Die Menschen hätten es so gewollt. Ja, wieder was erschüttern. Das ist unser Ausgang. Noch ein Teppich. Ich lieb's. Oh Mann. Das Spiel ist echt schön. Ja, kann ich dir helfen? Außenwelt, warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier. Okay, das sagen alle die das Gleiche. Dass ich damit über mit Alien sprechen soll. Oh, ich brauche dieses Kabel nicht. Ich habe genug davon. Du willst, dass ich diesen Binärcode lese? Eine Sekunde. Ich muss nur meine Linsen kalibrieren. Hier steht doch Dufferbar. Seltsam. Wer vereinbart den Rendezvous bei per Binärcode? Interessante Entdeckung. Elliot, wieso zitterst du so? Was ist los mit dir? Okay.
Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben im großen Gebäude mit dem Orange schwärmen. Ja, das wissen wir. Vielen Dank, Elliot, für die Hilfe. Das heißt, irgendjemand in der Bar hat über diesen Binärcode eine Rendezvous arrangiert. Das heißt, wir müssen in die Bar hinein und auch noch zu Oma gehen. Die Bar ist dort. Wir gehen erstmal das Kabel zu Oma bringen. Habe ich euch schon begrüßt? Willst du etwas? Oh, du bist eine von diesen Außenwäldern wie Momo. Na dann mal viel Glück. What are you doing? Kannst du echt noch ein zweites Mal umfallen? Ja, kann er. Sorry, wollte ich nicht. Das ist Guap und Cory. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ha, ein blauer Himmel. Das wäre ja schräg. Okay, da... Hier... war ich also auch noch nicht. Oder doch? Omas Kleidung. Okay, gut. Hallo Kleines, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich stricken, aber dazu brauche ich eben Kabel. Ja, gebe ich dir gleich. Das ist sehr hübsch. Es sieht allerdings etwas seltsam aus, um echt zu sein. Nein, danke. Ich habe keinen Durst. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Bekommen wir jetzt etwa Kleidung? Ein Poncho, neuer Gegenstand. Bitte sehr, Kleines, das wird dir gut stehen. Nice, danke sehr, Oma. Nur ein Technikfreak kann das lesen. Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument. Eine meiner besten Handarbeiten. Okay, kann ich jetzt diesen... Ups, sorry. Sorry. Der sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Nicht für mich. Oh, schade. Ich hätte gedacht, der wäre für mich gewesen, aber gut. Komm, Ohmchen, wir können noch ein bisschen schmusen. Hi. Aber wer hat denn kalt hier? Okay, was sind wir jetzt? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein? Oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen für immer. Sehr hübsch. Wäre so schön, wenn es denn echt wäre.
Was sagen immer die gleichen? Technikfreak. Spielt kein Instrument. Ich erkenne Omas Stil. Sie ist sehr talentiert, weißt du? Wer hat einen Kalt? Hat Elliot Kalt? Weil er hat ja gezittert. Von wo kommst du her? War ich hier hinten schon? Okay, hier ist eine Tür. Aber sonst gibt's hier nichts. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht sie Zurks waren. Und wo geht's hier hin? Ist das noch ein Automat? So, irgendwie checke ich, glaube ich, die Straßen nicht mehr ganz. Okay, wir brauchen jemanden, der Kalt hat. Aber wer hat Kalt? Ihr habt ja Ponchos. Sie ist sehr talentiert, okay. Ich gehe mal zu Elliot hoch, weil der hat jetzt gezittert. Kann sein, dass es... Oh! Was hast du denn gefunden? Er ist fantastisch! Lass ihn mich anprobieren. Genius! Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du was zu reparieren hast. Aber du zitterst ja immer noch. Elliot! Wieso zitterst du? So, ne, hier gab's ja nichts. Wie es sich freut. Schön, wenigstens jemanden glücklich gemacht. Ab jetzt ab in die Bar. Okay, bloß ein Technikfreak weiß damit was anzufangen. Könnte sein, dass du es bist. Billy, hast du was zu sagen? Okay. Du hast nichts zu sagen. Jacob? Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Oh, das ist ein schönes Bild von der Außenwelt. Momo ist ein echter Fan dieses Mythos. Du solltest es ihm zeigen. Seine Wohnung ist ganz oben. Halte Ausschau nach dem Neonschild. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Okay, der kann auch nichts damit anfangen. Und mit ihm hier können wir nichts machen. War oben jemand? Ach, wie süß! Wer sind denn Sie? Karl!
Es tötet Menschen. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Die Außenwelt, warum sich Mühe machen, sie zu finden, uns geht's doch gut hier. Kannst du was damit anfangen? Auch nicht. Ein Rendezvous. Ein binären Code. Eins mit Nullen. Gibt's denn irgendwo was? Ein vierstelliger Code? Ich kann das Bild anschauen. Jacob, Mitarbeiter des Monats. Okay. Sei 8-3. Aber wo war jetzt nochmal dieser Code? Hier nicht. Diese Tresor meine ich natürlich. Da oben? Nicht ganz. Nicht ganz. Da auch nicht. Hier. Ich hab's schon wieder vergessen. Gut, ich soll's mir vielleicht auch merken. Du musst nur einen kleinen Tipp an mich selbst. Eins, zwei, acht, drei. Ich komm gleich wieder. Eins, zwei, acht, drei. Notenblatt 8 von 8. Haben wir jetzt alle Notenblätter gesammelt? Ich glaube, wir werden es gleich sehen, wenn wir eine Errungenschaft erhalten oder auch nicht. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Na gut, unbetitelt, 44 Noten. Hört sich nicht so gut an. Ja, ich hab da noch was. Ich glaube die letzte. Also das letzte Notenblatt. Unleserliche Notenblätter. Kaum zu glauben. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen.
Ja, schon besser.